Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erhört Gebet. Egal wo du bist auf dieser Welt, er hört dich. Und wir sind gerade in Israel und das Gebet hat Kraft. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, nicht aus Israel. Wir haben diese Sendung aufgezeichnet, aber wir freuen uns, dass wir heute am See Genezareth sein dürfen. Und du kannst auch gerne Anteil haben, indem du auf die Webseite schaust. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Setze ein Zeichen. Heute Teil 2. Ich habe versprochen, dass vier Teile wir immer eine neue Geschichte zur Ermutigung sagen. Und setze ein Zeichen, das heißt, geh einen Schritt voraus, beginne zu laufen und wie auch immer, sei bereit und sag, ich mach den ersten Schritt. Den ersten Schritt haben auch die Leute getan, die vor dem Roten Meer standen, als Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und die haben den ersten Schritt getan, ins Meer hinein, und als sie den Schritt getan haben, hat sich das Meer geteilt. Die würden heute noch dort stehen, wenn sie den Schritt nicht getan hätten. Und darum ist es wichtig, dass wir einen Schritt vorwärts machen. Was auch immer das ist, letztes Mal war es das Kamintürchen. Heute möchte ich eine Geschichte erzählen, die mein Vater praktisch getan hat. Und zwar, wir haben dieses Gelände, wo wir jetzt sitzen, vom Missionszentrum, gebraucht. Und wir haben viele Absagen bekommen. Und mein Vater ist dann in die Stadt, ist 7-mal ums Rathaus gelaufen und hat bei jedem Mal, wo er die Runde geschafft hat, das ist ein ganzer Block, also ist im Stadtkern, hat immer im Dachkanal wieder einen Strich gemacht. Er hat gesagt, nicht, dass er zu viele macht, zu viele Runden. Ist 7-mal rumgelaufen und hat wirklich Gott dafür gedankt, dass dieses Grundstück wir bekommen. Wir haben es schon viele Jahre. 1981 haben wir es bekommen. Aber ich sage dir, setze ein Zeichen. Ich danke dir dafür, dass du jedem, der jetzt zuschaut, klar machst, was das Zeichen ist, wo er zu setzen hat, dass es vorwärts geht. Herr, wo es der erste Schritt ist, dass es richtig vorwärts geht. Und ich danke dir dafür, dass du jedem den Glauben schenkst. Vorwärts gehen in der Sache, die für ihn dran ist. Amen. Amen. Menschen schreiben uns ihr Gebetsanliegen und eine Frau schreibt, meine linke Brust hat sich verändert, verhärtet und manchmal schmerzt sie. Bitte bete, dass es kein Tumor ist, etc. Jesus macht alle Dinge neu, auch die Zellen in der Brust. Danke. Und das ist wahr. Gott macht alle Dinge neu. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du auch um ihre Probleme weißt, um diese Verhärtungen und um diese Schmerzen in der Brust. Und ich danke dir, dass du sie heilst, dass jede Zelle, die dort nicht hingehört, eintrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du Heilung schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst dieser Brust und dass alle Zellen erneuert werden, so wie sie es auch glaubt und hier auch so ausgedrückt hat. Danke, Jesus, dass du diesen Glauben belohnst und dass sie völlig heil ist durch dein Blut. Danke, Jesus. Amen. Und ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen wegen Tinnitus. Der Tinnitus im rechten Ohr ist unbeschreiblich laut. Ich kann kaum noch etwas hören. Bitte betet für mich, dass er endlich aufhört. Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst mit diesem Tinnitus. Und wir befehlen auch diesen Geräuschen, dass sie schweigen im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass dieses Ohr wieder völlig in Ordnung kommt und wiederhergestellt wird durch deine Heilungskraft. Danke, Jesus. Du bist größer und stärker und mächtiger als diese Ohrgeräusche. Und wir danken dir, dass sie aufhören, dass sie entmachtet sind und dass dieser Mann wirklich frei ist von diesem Tinnitus und dass er wieder wunderbar hört. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet.
Eine Frau schreibt von ihrer Einsamkeit und bittet um Gebet. Liebes Missionswerkteam, bitte betet für mich, dass meine Magen- und Darmbeschwerden geheilt werden und dass ich neue christliche und fürsorgliche Menschen kennenlerne, mit denen man über Gott und auch die Bibel sprechen kann. Ich bin sehr einsam und habe keine Bekannten, mit denen ich mich austauschen kann. Danke fürs Gebet. Danke, Herr, dass wir auch für diese Frau beten dürfen. Und Herr, schenk ihr auch wirklich die richtigen Freunde zur Seite. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass sie wirklich Freunde hat, wo sie Austausch haben kann. Und Herr, wo nicht irgendwo nur ein Zwang da ist, sondern wirklich Freunde, mit der sie unterwegs ist, mit denen sie unterwegs ist. Ich danke dir dafür. Und Herr, danke, Herr, auch die Magen- und Darmbeschwerden. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wieder Normalität hineinkommt, dass Frieden hineinkommt, Ruhe hineinkommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir in deinem Namen wirklich ausrufen dürfen, dass es Vergangenheit ist, die Magen- und Darmbeschwerden. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt ganz kurz, es steht eine OP am Herzen an. Bitte um Gebet für Heilung. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du auch die Hände der Ärzte lenkst. Herr, danke, Herr, dass dieses Herz wieder richtig gut repariert wird. Herr, lass die Ärzte das tun, was sie zu tun haben. Und danke, Herr, dass du das tust, Herr, was du tun kannst und auch tust. Ich danke dir dafür. Herr, lass es richtig gut ein richtig starkes, fides Herz werden. Ich danke dir. Amen. Amen. Gott erhört Gebet. Eine wunderbare Gebetserhörung bzw. Heilung von Parkinson. Gott hat in meinem Leben gewirkt. Ich bin aktuell geheilt von Parkinson. Beide Hände zitterten ganz stark. Ich konnte weder eine Gabel noch einen Kugelschreiber halten. Jetzt geht alles wieder. Preis dem Herrn. Oh, wie wunderbar, wenn man wieder alles richtig zu tun vermag. Von einem lebensverändernden Gebet schreibt diese Frau. Seit dem letzten Gebet von euch für mich hat sich mein Leben so wundervoll verändert. Nicht nur, dass ich eine Teilzeitstelle gefunden habe, sondern auch, dass in meinem Leben jetzt ein wundervoller Mann ist, der mich vervollständigt. Danke für das Wirken und die Gebete. Das ist doch eine Freude. Gebet für eine Arbeitsstelle wurde erhört und viel besser. Sie schreibt, ich habe in der letzten Gebetsnacht um eine neue Arbeitsstelle beten lassen. 2 Monate später bekam ich ein Angebot, eine Stelle, die viel leichter ist als die vorherige, mit sehr netten Kollegen. Preist den Herrn, er erhört Gebet, jedes Gebet, ja. Von 2 Gebetserhörungen berichtet diese Frau. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken, dass Sie für meinen Sohn und mich gebetet haben. Ich hatte Blasenkrebs und bei der Spiegelung war kein Krebs zu sehen. Mein Sohn musste wiederholt um die Festeinstellung kämpfen. Jetzt hat es geklappt. Ich danke Gott für seine Liebe und euch, dass ihr für uns gebetet habt. Ja, das tun wir sehr, sehr gerne, beten. Und wir freuen uns so, wenn wir solche Gebetserhörungen bekommen, dass Gott eingegriffen hat. Und lass es du uns auch wissen, wenn Gott bei dir etwas getan hat. Es ist so interessant, so spannend, wie vielfältig Gott wunderbare Dinge tut. Ja. Wir haben davon gesprochen, ich habe erzählt, mein Vater, der 7-mal ums Rathaus, um den Block rum ist und im Gebet das Land eingenommen hat, so wie Josua 7-mal um Jericho rum ist. Ich rate dir, probier es doch auch mal aus, um dein Problem. Marschiere an 7 Tagen rum und am 7. Tag 7-mal, was hat der Josua gemacht? Also wir haben das schon öfters gemacht und mit sehr viel Erfolg. Du brauchst jetzt nicht die Posaune mitnehmen, aber es ist wirklich auch eine Glaubenssache in der unsichtbaren Welt und auch für dich ist es eine Glaubenssache.
wenn es für dich dran ist, du musst jetzt nicht das tun und sagen, das ist das einzig Richtige, aber es ist eine Möglichkeit, wirklich Land einzunehmen und wirklich, wirklich ein Zeichen zu setzen. Wenn du möchtest, dass wir für dich beten, dann schick uns dein Anliegen oder heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir sind ja in Israel. Du kannst trotzdem deine Anliegen schicken. Es wird trotzdem gebetet. Und wenn du uns irgendwie ein bisschen sehen möchtest oder dich interessiert, was wir dort erleben, schau auf unsere Webseite. Wir berichten dort Tag für Tag mit kurzen Impulsen, was wir dort erleben. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.